Schiefgelaufene Absätze sind einfach zu reparieren. Zuerst wird der abgelaufene Lauffleck mit einer Kneifzange abgelöst. Dann wählen Sie aus dem breiten Sortiment haltbarer Gummiabsätze der Firma Langlauf die richtige Größe aus. Wenn gerade vergriffen, nehmen Sie einfach die nächste Größe. Alle Gummiabsätze haben eine angeschliffene Seite. Für die Aufnahme des Schuhklebers muss diese Seite sowie die Klebefläche am Schuh sauber sein und mit Schleifpapier vorbereitet werden. Der Kleber wird auf beide Klebeseiten mit einem Pinsel kräftig aufgetragen. Er muss mindestens 15 Minuten, jedoch nicht länger als 60 Minuten antrocknen. Danach werden die beiden Klebeflächen aufeinander gelegt und die Verklebung wird mit dem Schuhmacherhammer auf dem Dreifuß festgeklopft. Zusätzlich können Sie Absatzstifte einschlagen. Wo der neue Absatzfleck vorsteht, wird der Überstand mit dem Schleifzylinder und dem feinkörnigen Schleifring beschliffen. Die Schleifkante wird mit schwarzem oder braunem Farbwachs von Hand oder mit der Lappenscheibe eingefärbt und dann poliert.